Du möchtest exklusive Immobilien auf dem spanischen Immobilienmarkt finden, die nicht auf dem offenen Markt verfügbar sind? Die habe ich. Also bleib dran. Ich habe ein neues Projekt gestartet und es handelt sich hier um einen Investmentclub mit Spanien Immobilien, den ich für dich entwickeln möchte, um dir eben genau das zu bieten, nämlich exklusive Immobilien, die du nicht auf dem offenen Markt findest, die also nicht irgendwo auf diesen allgemein zugänglichen Plattformen veröffentlicht werden und deshalb nur einem ganz exklusiven und begrenzten Personenkreis zugänglich gemacht werden. Dank meines Netzwerkes habe ich die Möglichkeit, eben auf genau solche Immobilien zuzugreifen und genau die möchte ich in diesem Club vorstellen, bei dem du Mitglied werden kannst. In diesem Club wirst du exklusive Investitionsmöglichkeiten auf dem spanischen Immobilienmarkt entdecken können mit einzigartigen Renditen. Damit du weißt, was dich erwarten kann, werde ich jetzt nachfolgend dir mal drei Objekte vorstellen, die eben Teil dieses Clubs sein könnten und dann kannst du dir mal so ein bisschen einen Eindruck verschaffen, was dich erwartet. In einem anderen Video werde ich auch noch mehrere Objekte vorstellen, die eben schon Teil eines, die eben nur einem begrenzten Teil von Investoren zugänglich gemacht worden sind. Und die sind es zwar nicht mehr verfügbar, aber zumindest kannst du da mal sehen, was denn die letzten Wochen alles so angeboten worden ist. Also lass dich überraschen und schau es dir an. Wir fangen an mit dem ersten Objekt, eine Wohnung in der Nähe von Madrid und zwar 35 Kilometer weg von Madrid in einem Ort, der nennt sich Ciempozuelos. Wir haben hier eine Wohnung in der Straße Olympia 1, 75 Quadratmeter Nutzfläche, viertes Obergeschoss, Aufzug, ein Pool ist dabei, ein Gemeinschaftspool, drei Schlafzimmer, ein Bad und mit einem Balkon, von dem man über das Wohnzimmer gelangt. Außerdem gibt es noch einen Bereich, wo man die Wäsche aufhängen kann in der Küche. Schauen wir uns mal die Bilder an, die ich habe. Das ist der Blick vom Fenster aus. Ein Zimmer. Hier mal die typischen Einbauschränke, die in Spanien schon ganz oft vorhanden sind. Hier, das sieht aus wie ein Klassenzimmer, ist vielleicht einer Lehrer, Privatlehrer, wer weiß. Andere Schlafzimmer, Klimaanlage, alle Zimmer mit Fenster, Küche, die muss modernisiert werden. Und hier der Balkon mit Blick nach draußen. Wohnzimmer. Anderer Blickwinkel vom Wohnzimmer. Auch hier wieder eine Klimaanlage drin. Genau, das ist diese Wohnung. Und man kann sie vermieten für 700 Euro im Monat. Also da kann jeder selber ausrechnen, ob es sich lohnt bei 120.000 Ausgangspreis. Da ist immer noch auch eine Verhandlungsbasis, sodass man da auch nochmal gegebenenfalls nach unten verhandeln kann, sodass sich da die Rendite nochmal erhöht. Und wie gesagt, 700 Euro im Monat bekommt man dafür für diese Wohnung ohne Probleme. Es geht weiter mit einer Wohnung in Getafe mit einer sehr interessanten Renditeerwartung. Getafe ist auch im Umkreis von Madrid. Und hier haben wir eine Wohnung, die gerade mal 5 Minuten zu Fuß von der Universidad Carlos III, also die Universität von Carlos III. In Madrid entfernt ist. Somit ist es also ideal für eine Wohnung, die man zimmerweise an Studenten vermieten kann.
Wenige Angebote wie diese findet man auf dem Markt in der Umgebung von Madrid. Deswegen ist es hier ein sehr interessantes Objekt, wie ich finde. Ich sage dir noch ein paar Stichworte dazu, die ich geschickt bekommen habe. Und zwar ist es eine Wohnung mit 3 Zimmern, wo man ziemlich leicht auch ein viertes Zimmer noch draus machen könnte. Also ein Zimmer verkleinern, damit es 2 gibt. 67 Quadratmeter Wohnfläche. Und sehr lichtdurchflutet, weil es eben nach außen gerichtet ist. Dann befindet sie sich in einem 4. Obergeschoss ohne Aufzug. Man kann pro Zimmer 350 Euro im Monat verlangen. Wenn man also 4 Schlafzimmer letztendlich schafft, hat man Einkünfte von 15.400 Euro im Monat. Wenn man hier berechnet, dass es nur 11 Monate vermietet wird, weil der Monat August wird oft nicht genutzt von den Studenten. Die Gebühren, also die Kosten, die anfallen, wie jetzt Hausgemeinschaft, sind 60 Euro im Monat und die Grundsteuer 320 Euro im Monat. Also du kannst es dir selber ausrechnen oder mit meinem Renditerechner ausrechnen. Das ergibt eine sehr interessante Rendite. Also schauen wir uns noch die Bilder dazu an. Das ist die Küche. Anderer Blickwinkel aus der Küche. Hier nochmal. Hier sieht man die Zimmer, das Bad, hier auch nochmal, genau. Das ist die Wohnung in Getafe. Jetzt zeige ich dir gleich noch ein anderes Objekt, das vielleicht nicht unbedingt nur zu Renditezwecken geeignet ist, sondern vielleicht auch jemand sagt, oh, ich wollte schon immer in Madrid wohnen und mir eine luxuriöse Wohnung mitten im Zentrum gönnen, dann habe ich hier auch noch was für dich. Wir sind hier mitten im Zentrum von Madrid in der Straße Mozart Nummer 13, eine absolute Prime-Gegend in der Nähe oder neben der Straße Príncipe Pío, mitten im Zentrum von Madrid. Und zwar auch nur 10 Minuten zu Fuß von der Plaza España, ein sehr zentraler Platz in Madrid. Hier finden wir eine Wohnung vor, die hat 70 Quadratmeter, 2 Schlafzimmer, 5. Stockwerk mit einem Aufzug, ein Stellplatz ist dabei und es ist eine Luxusimmobilie, die im Jahr 2001 gebaut worden ist. 100 Euro im Monat zahlst du für die Hausgemeinschaft. Kaufpreis 485.000 und 1.200 Euro könntest du im Monat als Miete verlangen oder wie gesagt es selbst nutzen. Schauen wir uns die Bilder an. Das muss man sich natürlich auch ohne Möbel vorstellen. Denn die sind es nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Genau, das ist die Wohnung in Madrid, mitten im Zentrum, 485.000. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich habe dir ja gar nicht die Kaufpreise der anderen Objekte gesagt. Also gehen wir nochmal zurück. Du erinnerst dich, das Objekt in Getafe, das man an Studenten vermieten kann, hat einen Ausgangskaufpreis von 110.000 Euro. Und das andere Objekt in Ciempozuelo hat einen Ausgangskaufpreis von 120.000. Wie gesagt, hier kann man es leicht für 700 Euro im Monat vermieten. Also, das waren jetzt mal 3 Beispiele. Und ich bin noch am Überlegen, wie ich es genau gestalte, dieser Club, weil wie gesagt, es ist ja wichtig, dass es hier nicht jeder Zugang dazu hat, denn ansonsten verliert das Ganze ja seinen Sinn, denn es soll ja etwas Exklusives sein, wo eben wirklich nur ein bestimmter Personenkreis Zugang hat. Und bislang sind auch nur spanische Investoren haben die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Und ich habe jetzt eben die Möglichkeit bekommen durch Kollegen und mein Netzwerk, diese Objekte eben auch dem deutschen Markt zugänglich zu machen, nämlich dir. Wie gesagt, ich muss noch überlegen, wie ich das genau umsetzen werde, aber wenn du schon Interesse daran hast, Teil dieses Clubs zu werden, dann schick mir doch schon mal eine E-Mail, damit ich weiß, wie hoch das Interesse bei euch jeweils ist. Eine E-Mail einfach an stephanie@immokaufspanien.de mit dem Stichwort Investment Club.